Abstiegsplatz. Volksmusik erobert die Stadt. Unter diesem Motto haben heute Nachmittag Volksmusikanten das Kaufhaus Tirol in Tirol, in Innsbruck sozusagen gestürmt. Zur Überraschung und Freude vieler Passanten war der Innenstadtkonsumtempel für ein paar Minuten in der Hand der Musikanten, die sich in der Landeshauptstadt gerade einen freundschaftlichen Wettstreit liefern. Innsbruck gegen 13.30 Uhr. Das größte Kaufhaus der Innenstadt haben sich die Organisatoren des alpenländischen Volksmusikwettbewerbs für eine kleine Überraschung ausgesucht. Einen Volksmusik-Flashmob im Einkaufszentrum. Dieses Reh-Ragout ist mir ja nicht unbekannt. Der Herr Bursch hatte das ja schon einiges Mal im Fernsehen gebracht, da mit seinen Leuten. Ja, war nett. Ja, mal etwas anderes. Also so eine Atmosphäre hat man selten, dass so viele Leute auch von oben und von unten und ja, überall her an zulesen, an zuschauen, beim Tanzen, beim Musizieren, das ist ja Wahnsinn. Die Musikanten sind dann zum Kongress weitergezogen, wo am Abend eine große Volksmusik